Nun, ich habe ihren Geist berührt. Aber das klingt nicht so, als sollten, als wollten wir die volle Erfahrung machen. Aber Pardigan hat ein Interesse daran, ja? Ja, der ist selbst verrückt. Man möchte alle anderen auch verrückt machen. Ich vermute, es geht weniger um Chalden, sondern mehr um ihren Thron. Ein Ort der Macht. Er erhofft sich Informationen über Ahamut. Sollte er sie bekommen, ist Übles im Gange. Ja, also gehen wir jetzt dahin und halten ihn auf, richtig? Nun ja, wir halten die Wurzelkreiserin auf und was immer dort unten ist. Verteidigt den Thron. Schließt euch den Biaga an. Sie werden euch helfen. Sie sind auch Jaivens Kinder. So wie wir. Wie die Sumora. Wie Niobara. Was hat Niobara mit den Zumoran zu tun? Und Chalvin? Sie ist eine Tochter. Niobara ist eine Hexe eures Zirkus gewesen? Heißt zu Chalvins Griff, dem Leidensband. Nur ihr könnt es schaffen. Chalvin hat euch ausersehen. Nun, wie es aussieht, damit können wir. Finde ich gut, wir machen das. Jemandem, der von Drax mitgespielt worden ist, zu helfen, das ist eine Ehrensache für einen Zwerg. Und ich meine mal ganz im Ernst. Wir haben schon deutlich gefährlichen Sachen gegenübergestanden. Selbst musste einmal einen furchtbaren Blick auf den Geist eines Drachs werfen und wäre fast verrückt geworden. Chalvin gut nachvollziehen. Gucke schon, dass sie weiter schläft. Wie gesagt, ich bin ja der Auserwählte. Wenn ihr noch etwas wissen wollt, packt Saphira, packt Miriam, wieder Volk. Und damit wird sie, die Alte, wieder weggerissen in ihrer geisterhaften Erscheinung und verschwindet zur Treibung. Ja. Ich würde euch ja jetzt auf die Wange klopfen, ne, und so, Freunde. Aber das geht nicht, ne? Körperlos und so, wie ich bin. Aber wenn ich jetzt da wäre, würde ich euch meinen Lachs schicken. Wie geht's ihm denn all wieder? Ja, man muss, ne? Hm. Bellicum ist schon ganz nett. Aber die ganzen vielen Verrückten, wir hatten ja schon damals viele Leute, die in Pericum stationiert waren, ne? Da müsst ihr euch nicht wundern, warum. Das ist richtig. Kennst du eigentlich Alariel? Nachtzimmer? Ja, die habe ich auch kennengelernt, ne? Die darf halt nicht mehr jetzt raus, aber die hat sich beschwert. Und als ich mal den Dergel hochgezimmert bin, da hat die mal Hallo gesagt, ne? Also mehrere Male. Tja, er hätte uns einfach nur nicht verzaubern sollen. Aber selbst schuld. Ja. Ja, aber meistens bin ich nicht am Dergel, sondern am Darpat, ne? Also, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Das ist richtig. Ich habe gehört, dass dem grauen Mann nicht so gut geht. Da Was weiß ich soll? nicht, da weiß ich nichts von. Kann sein, auf alle Fälle kann ich mittlerweile besser wieder swimmen, ne? Ich weiß ja nicht, was du damals im Ochsenwasser gemacht hast, Boldax, aber ja. Keine Ursache. Ich habe nur den Drachen besiegt. Ja, hast du gut gemacht. Ich würde dir jetzt wieder auf die Schulter klopfen, ne? So als Dankeschön, ne? Und als viel Glück und so, aber es geht ja nicht. Ja, ich sehe schon, es ist eher dein Astralleib als dein richtiger Leib, der hier ist. Ja, naja, gut. Ja, ich wünsche dir noch was. Grüß deinen Lachs von mir. Ja. Dann Mantau. Ciao. Und sie wird zurückgerissen. Wirklich? Grüß ihren Lachs? Ja, ihr kennt ihn doch. Ist schon ein prächtiges Tier. Du kennst wirklich viele Hexen, Baltax. Ja, also du musst wissen,
Ursprünge der hexischen Magie kommen ja von uns Geoden. Wir haben ihnen alles beigebracht, gewissermaßen. Das ist auch der Grund, wieso die Hexen bis heute vertrauten Tiere haben. Das kommt auch ursprünglich von den Geoden. Die haben nur vertrauten Hunde. Ja, weil Hunde eben schon die Besten sind. Ja. Irgendwann finde ich... anderen Hexen verschwinden ebenso. Irgendwann finde ich vielleicht auch meinen vertrauten Hund. Oh. Ja, aber das dauert wahrscheinlich noch ein paar Jahrhunderte. Wir sind eben ruhiger. Miriam schaut herausfordernd in Richtung von Rafim und Jalan. Tja, also würgen und so, so viel ist da nicht mit würgen gewesen. Ne? Auch wenn ihr erfahren seid, aber körperlos geht das nicht. Oh, Bortex hätte eine Möglichkeit gefunden. Ach ja, ja. Aber naja, die sind doch nicht so unhöflich wie ihr. Ganz recht. Die wissen, wenn man jemanden fragt, ob der einem hilft, dass man sich da nicht verhält wie ein Arschloch. Hey, wir haben euch Tee angeboten. Saphira, was hast du denn mit denen gemacht? Ich habe zweimal Tee nachgekocht, also meine Schuld ist das ganz bestimmt nicht. Naja, der Tee war in der Tat hervorragend. Aber eine gewisse Höflichkeit ist ja auch irgendwie angemessen. Kann ich dir irgendwie den Nacken massieren oder so, damit wir uns wieder besser verstehen? Das ist nicht nötig. Es würde mir vollkommen reichen, wenn deine Schwester sich nicht mehr so mit meinem Bruder unterhält. Das finde ich nämlich sehr unhöflich. Saphira, was machst du denn? Ich wusste nicht mal, dass er einen Bruder hat. Der Mann in der Robe da vorne. Kümmern wir uns doch um den Punkt der Sache. Außerdem habe ich sehr ruhig reagiert, Boltax. Jetzt musst du mich loben. Ich habe mich sehr ruhig verhalten. Ja, auf jeden Fall. Das war ein wirklich, wirklich vernünftiges und sehr erwachsenes Verhalten, Rafim. Ich bin stolz auf dich. Oh. Ja, jetzt können wir uns um diesen Chalvin kümmern. Genau. Ja, das war auch viel wichtiger, als jetzt sofort loszugehen. Richtig. Wisst ihr denn, wo wir hin müssen? Wir haben irgendwas von der Kraftlinie gesprochen, aber ich tue gar nicht mal so, als würde mir das was sagen. Nur eine Kraftlinie ist... Nun ja... Wie soll ich das erklären? Eine... Ach, das ist doch ganz einfach. Also, eine Kraftlinie ist quasi eine Ader Sumus. Ach, was denn? Och, Abelmir. Diese Simplifizierung ist... simpel. Ja. Man kann etwas Kompliziertes kompliziert erklären, aber die Kunst ist, etwas Kompliziertes einfach zu erklären. Aber nicht alles hängt mit Sumu zusammen. Doch. Oh, nein. Wer stand am Anfang? Ach, lassen wir das. Seht ihr, ihr habt kein Argument mehr und könnt nicht widersprechen. Es wird zu lange dauern. Und Hüder, ihr streikt. Ihr streikt euch doch nicht. Wir müssen jetzt nicht uns um Schalvin kümmern. Es ist doch egal, was es ist. Wie finden wir es? Das ist einfach. Es liegt im Norden. Und wir hatten mal eine Karte. Und ich kann mich, glaube ich, noch ein bisschen daran erinnern. Und außerdem beherrsche ich ein bisschen das Aufspüren von solchen Linien. Wir haben nicht der Einzige, dem die Sache verdächtig vorkommt? Ja, in Bezug worauf? Nun, wir sollen verhindern, dass diese Scheibe aufgeweckt wird, weil die Hexen uns das so einleuchtend erklären. Woher wissen wir, dass sie die Wahrheit erzählen? Naja, also wenn da wirklich gleich die Plagenbringer auftaucht, dann wissen wir's. Dann wissen wir es tatsächlich. Aber wer weiß, woher wissen wir, dass Palegan diese Hexen nicht manipuliert, um uns dazu zu bringen, seine Drecksarbeit zu erledigen? Du glaubst ernsthaft? Mit dir spricht keiner. Du? Saphira dreht sich um und geht. Saphira. Aber jetzt weint sie. Ihr seid echt blöd. Also Jalan, für dich gelten auch die Regeln der Höflichkeit, die ich soeben etabliert habe. Das ist voll nett von dir, Rafim. Ich geh mal kurz meine Schwester töten. Jalan, du gehst jetzt dahin und entschuldigst dich. Richtig? Nicht. Unschuld beweist gar nichts. Doch. Natürlich nicht. Ich sag ja auch nicht, dass sie unschuldig ist. Ich sag, dass du unhöflich bist und das werden wir hier nicht so dulden. Oh, Boltax, ich hab so viel von dir gelernt. Ja, nicht wahr. Also, Jalan, wir machen das entweder folgendermaßen. Du gehst jetzt hin und entschuldigst dich. Oder ich bringe ihr den Silenzium bei. Ja, dann sagst du bald gar nichts mehr. Ich bin mir sicher, so lange kann ich warten.
Das ist gut. Saphira, guck einmal. Kennst du den Zauber des Silentium? Nein, lass mich in Ruhe. Aber ich brauche eure Hilfe gar nicht mehr. Ach, alles gut. Weißt du, wenn so etwas wie das, was Yaren gerade eben gesagt hat, mal wieder über seine Lippen kommt, dann ist so ein Zauber des Silentium ganz hilfreich. Weil dann ist er erstmal ruhig. Dann hat er ganz viel Zeit, darüber nachzudenken, was er eigentlich für Mumpitz erzählt hat. Ich kann dir diesen Zauber beibringen, wenn du möchtest. Aber dann müsstest du uns helfen, dir zu helfen, Schalven zu helfen. Zeig mir doch mal, wie er wirkt. Ach, Yaren, komm doch mal her. Alltags. Ja, ich stelle mich neben ihn. Wirke natürlich nicht die Pst-Variante, sondern die Umgebungsvariante. Die wirkt dann nicht gegen die MR, ne? Genau, die wirkt dann nicht gegen die MR. Ah, der Bastard hat dazu gelernt. Wie hoch ist deine Magieresistenz? Nur 10. Ja, da kommt auch das Mirakel. Die Variante machen können, aber ich wollte jetzt erstmal die ganz normale. Ja. Ich mache es nur für 5 Minuten, beziehungsweise bis ich abbreche. Ich habe den ja zum Glück hoch genug. Oder weißt du was? Doch, ich versuch's gegen die MR. Ja, komm, dann Mirakel war mal mehr hoch. Nee. Ah, ich weiß, was er vorhat. Nein. Komm, nein. Weil das hat, oh, ich bringe dir den Silentium bei. Sinneschärfe hören, damit du das hörst, was Boltax. Nein. Boltax sagt, ich bringe dir den Silentium bei. Geht dann zu ihr hin. Sag dann, Yaren, ja. Komm mal her. Sorry, aber das ist so offensichtlich, das ist keine Probe. Hast du eisernen Willen? Natürlich nicht. Also, Mirakel ist einfach nur hoch. Richtig, mir ein MR ist mein Mirakel plus Dolent. Eingeschafft. Bisher in Ordnung. Das ist natürlich jetzt sehr. Dafür gebe ich gerne 5 PvP. Brauche ich unter Wasser kein das bisschen. Das ist in Ordnung. Ich brauche ich unter Wasser kein mystisch. Ja, ist ja. Es mystisch? Worauf würfel ich da? Ach, hier, sonstige. Müssen wir nicht drüber reden, oder? Wie viel bekommst du dazu? Hälfte. Müssen wir Eigenschaften ist ein Viertel. Also gerade mal. 15 Viertel sind Bitte? 16 sind 4. Sind 6 schon 6? Ja, ich kann runden. Also sind 14. Oh, du hast recht, das ist echt nicht so viel. Nein, warte, es ist ein Viertel plus irgendwas. Ach, fuck it, würfel erstmal Boltax. Und dann können wir mal noch rechnen. Schön, jetzt noch Schicksalspunkte in den Pool. Was? Ja, komm, Schicksalspunkte! Achso, THW 0. Ich hab den THW von 17. Moment. Ja, dann solltest du. Hast du 14 Punkte über. Ja. Dann ist er plus minus 0 gelungen und dann mit 1. Ja. Ich glaube, du möchtest die 4 neu würfeln. Oh, jetzt werden die Chivis gegeneinander benutzt. Darf ich? Ist erlaubt. Du kannst auch deinen eigenen für die 17 neu benutzen. Ja. Erstmal würfeln wir die 4 neu. Ja, einen Moment. Ich hab eben schon gewürfelt und da kam eine 20. Aber könnte jetzt eine 1 werden. Ist nichts im Chat. Ist nichts im Chat? Okay, dann würfel ich nochmal. 13, das ist die Intuitionsprobe. Ja. Und jetzt kannst du die 17 meinetwegen, aber es reicht ja trotzdem noch. Das reicht trotzdem noch. Reicht ja doch, also musst du gar nichts. Gut. Warum? Sekunde, ja, jetzt muss ich nachblättern. Fucking WDG. Ja, du kannst sowieso nicht sprechen, von daher kannst du blättern, wie du willst. Ja, Saphira, du siehst, wie Yaren den Mund aufmacht und nichts passiert. Yaren, was ich dir schon immer mal sagen wollte, hinsichtlich deiner Frau. Du hättest es echt besser treffen können. Sie ist eine unglaublich nervige Person. Aha, es sind nämlich halbe plus 2. Ihr Säcke, ihr wollt mich bescheißen. Ja gut, dann muss Boltax die 17 auch mal checken. Okay, ja gut, dann... Nee, muss er nicht, denn dann habe ich eine MR von, 7 plus 2, 9 von 19. Also er kann es versuchen, bitte, aber... Ja, da muss er die 14 nur auf um 3 unterwürfeln, also ab einer 11 ist geschafft. Ja. Nee, er hat einen Talentwert von 17. Richtig, aber genau. Du hast eine Intuition von 15, du bist einen drunter. Nee, er hat ja auch nur 13 gewürfelt. Sorry, dann bist du 2 drunter. Das heißt, es ist für dich nicht mehr schaffbar, denn du musst 4 unterwürfeln. Also, oder ich würfel die ganze Probe neu. Oder du würfelst die ganze Probe neu. Ja gut, dann würfeln wir doch mal die ganze Probe neu. Weil, die Haie, die euch dann fressen, freuen sich. Das sind die aufgestauten Frustrationen von Samson. Das ist doch in Ordnung. Komm. Wisst ihr, was auch ein möglicher Ausgang ist?
Nachdem, was Boltax gerade zu ihm gesagt hat, ist Jalan so sprachlos über die Empörung, dass er MR hin oder her nichts sagt. Das könnte geschafft den, sein. Den THW ein. Nee, er muss ja zwei unter allem sein. Also ja. Er muss nur 12 auf Charisma würfeln. Trag trotzdem nochmal ein, aber ist nicht geschafft. Ja, alles klar. Ich habe den THW aber eingetragen. Merkwürdig. Musst du mal rausklicken aus der Probe. Einmal rausklicken, wieder reinklicken. Ja. Ja, du kannst sehen, wie Jalan so eine kleine Wutader, ist es nicht ganz, es ist so eine Konzentrationsader auf seiner Stirn kriegt. Auf beiden Seiten, der fängt an zu schwitzen, Boltax fängt ebenso an zu schwitzen und beide kämpfen da jetzt gerade auf so einer magischen, kamalen Ebene miteinander und Saphira guckt dabei zu und eigentlich passiert gar nichts, sie können sich weiter unterhalten, nur dass sie beide eben gegeneinander kämpfen. Dann kommt der Clou, nachdem der Zauber gelungen ist, nicht gelungen ist, funktioniert, dass Boltax aufhört, sich zu konzentrieren, signalisiert Jalan dann auf Attack, sehr lustig. Oder haha, irgendwie so, hier, auf zu. Kann ihn ja von der Hexe nicht blamieren. Der Zauber wirkt mir dann doch ein wenig zu aufwendig. Wieso? Es wirkte dann doch sehr, 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 sehr disharmonisch, wie du den Zauber gewirkt hast. Also, ich meine, das Ergebnis, das ist super. Wie lange können wir den aufrechterhalten? Oh, lange, lange. Aber du möchtest ihn ja lernen, nicht wahr? Jalan, du kannst wieder sprechen. Schnipse einmal. Tue so als. Oh. Können wir dann? Ja. Also, willst du den Zauber nun lernen, Saphira? Ja. Vielleicht. Geht's jetzt besser? Alles wieder gut? Ja. Ich denke, wir trinken noch einen Tee und dann sind die Gemüter auch alle wieder ganz entspannt. Gegen einen Tee kann dir niemand etwas einwenden, nicht wahr? Ja, komm, ich koch dir ja noch einen. Oh, wunderbar. Ah, so, Rafim, jetzt musst du mir mal erzählen, warum du so groß geworden bist. Naja, also, der große Herr hat mich gesegnet, also... Ja, ist das, bist du jetzt auch so ein Gigant gesegnet? Scheiben ist ja auch eine Gigantin. Ich dachte, Giganten sind nochmal größer. Naja, Riesen, dann kommt Giganten und dann kommen die Götter. Ja gut, aber Riesen sind doch schon sehr groß. Naja, aber Giganten sind ja noch größer. Ich meine, Scheiben sitzt auf einem Berg. Das ist ein Punkt. Und ich meine, wenn du dir so die schwarze Sichel anguckst oder den Raschpulswald, den hast du schon mal gesehen, oder? Das waren ja die Schwerter von den Giganten und dann die haben ganze Berge hochgehoben. Ja, ich weiß auch noch nicht so genau, wie wir das gleich verteidigen sollen, aber ich bin mal gespannt. Ja, aber wenn ich das richtig gesehen habe in Zorgan mit den Ausschreibungen, habt ihr ja genau dafür gesucht, oder? Rückkehr ungewiss und dass ihr gegen Dämonenarchen ziehen wollt. Ja, das ist richtig. Hoffen wir einfach, dass Darion Padigan nicht selber da ist. Ja, oder dass wir ihn erwischen. Ja, dann wäre das ja relativ schnell vorbei. Ja. Ja. Ja, auch einfach mal gut laufen. Tut's ja sonst auch nie. Ja, dann viel Glück. Ja, dann lasst doch mal wieder rübergehen, ne, auf euer Schiff. Bist du der Kapitän? Nein, der Kapitän. Abelmir, jetzt komm noch mal ran auf den Meter, mein Junge. Ja, sehr gut. Das ist unser Kapitän, der beste Kapitän auf der gesamten See. Ja. Abelmeja Morenes. Gildenmagier dürfen Kapitän werden? Ja, natürlich. Natürlich. Euer Name war Mirjam, nicht wahr? Ja, richtig. Sehr erfreut. Die Leute hier nennen uns eigentlich Aswada und Abjada, aber Mirjam ist der richtige Name. Ja, wer hat euch diesen Namen gegeben? Aswada? Die Schwarze und die Weiße. Das waren die Fischer hier in der Nähe. Die ab und zu mal kamen ein paar Hirten, haben ihre Schafe hier rüber geführt und dann haben sie uns immer belauscht, wie wir dann hier nackt unsere Hexentänze aufführen. Ich verstehe. Naja, und da waren ja auch ein paar Geister dabei. Habt ihr ja gesehen. Naja, ich denke, die haben euch hier beobachtet und nicht belauscht. Ja, zumindest hatten sie Angst und haben dann gesagt, es gibt hier eine Schwarze und eine Weiße und ganz viele Geister. Ah, ich freue mich, dass jetzt Saphira wieder da ist. Ja. Wir schauen mal, wie das jetzt gleich so läuft und dann... Ist Saphira immer so
Nun ja, nah am Wasser gebaut. Dass sie weint? Ja, ich bin die Lustige und die Lebhafte und heiter und sie ist einfach ruhig und besonnen, schwermütig und heult ständig. Aber ich würde für sie sterben. Nun, das wollen wir doch verhindern. Ja, weißt du, ich habe immer ich bin ja die Ältere und ich habe ja mehr Kraft bekommen als sie. Und sie ist echt richtig traurig schon damals gewesen, dass ich halt 7 Minuten älter bin. Aber da kann ich nichts für und mir ist das auch egal. Ja, 7 Minuten ist natürlich auch eine ganz schöne lange Zeit, ne? Willst du mal meine Schlange streicheln, Kapitän? Wieso nicht? Ich habe noch... Beißt sie? Ja. Dann lieber nicht. Aber ich glaube, es ist keine gute Idee, eine Schlange mit an Bord zu nehmen. Ich lasse sie hier. Aber ich habe einen Eisbären an Bord. Ja, Ihr könnt eure Schlange essen? Nein. So, Hesinde, du bleibst hier. Ihr habt dich Hesinde genannt? Klar. Ja, sehr Hesinde gefällig. Genau. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Hesinde gefällig ist, eine Schlange. Naja, der Vierundsbär, wo hat der wohl seinen Namen her, Abelmir? Nun ja, ist eine Bezeichnung einer Tierart, nicht ein Eigenname. Ach, das ist doch jetzt hier, wie heißt das nochmal, Arzählerei oder so. Haarspalterei, meint ihr? Dankeschön. Nun ja. Aber da kommen die anderen ja auch schon wieder. Oh, so, der Tee war wirklich köstlich. Wir sollten jetzt aufs Schiff und uns dann um diesen Chalvins Thron kümmern und diese Dämonenarche vernichten. Ja, das ist eine gute Idee, Rafim. Sehr besonnen von dir. Ja, ich freue mich gleich schon, sie alle umbringen zu dürfen. Sehr besonnen. Nun, Miriam und Saphira, habt ihr alles? Natürlich sind wir vorbereitet. Miriam, nimmst du Hesinde mit? Die bleibt hier. Genau. Ich meine, wir wollen in die, also Wasserschlangen oder Seeschlangen gibt es halt schon eine ganze Menge, aber ich glaube, Hesinde ist hier im Warmen besser aufgehoben. Schlangen sind übrigens wechselwarm, wusstet ihr das? Wir hörten davon. Die Jüngste hast. Erinnert euch? Der euch gesagt hat, dass sie nicht kaltblütig und warmblütig sind, weil das nur werden soll. Wir stellen euch gerne unserem Kapitän vor. Ihr werdet euch super verstehen. Ich stehe auch vor ihm. Psst. Also gut, los geht's. Ab in die Boote. Captain? Wusstet ihr eigentlich, dass Saphira Lotsin ist? Oh Gott. Sie ist die schlechteste Lotsin, die ich jemals gesehen habe. Was? Zu eurer Verteidigung, wir haben bis jetzt noch nicht allzu viele Lotsen getroffen. Sagt sie immer noch links und rechts? Ja. Gut, da wir jetzt auf einem Boot sind, Saphira. Steuerbord, einmal gegen die rechte Seite geklappt, Backbord, linke Seite. Und auf dem Schiff da vorne ist der Bug und hinten ist der Heck. Hinten, vorne, links, rechts. Ja, genau. Ihr solltet euch wirklich eine neue Profession suchen, wenn ihr weiter getarnt bleiben wollt hier in diesen Landen. Wir sind noch nirgendwo gegengefahren und ihr wusstet doch ganz genau, wo wir hinwollen. Wir wussten auch schon, wo wir hin wollten, bevor wir euch getroffen haben. Also ehrlicherweise, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Ich glaube, es ging hier gar nicht darum, dass ihr euch durch das Feuer schlägt, lotste, sondern es ging darum, dass ihr euch den Hinweis gibt, dass ihr niemand vertrauen sollt. Das war eine geheime Mission, Zwinker, Zwinker. Nun ja, wenn es eine geheime Mission ist, sollte der Überbringer auch geheim sein? Wir müssen noch viel dazu lernen, Abelmir. Ja, ich muss noch viel dazu lernen, richtig. So, Abelmir ist dann hochgeletter, ja. Ach, ich freue mich schon auf die Kajüte. Heißt ja, das so? Was? Das mit Niabora wusste er aber trotzdem nicht, oder? Das hat euch ziemlich geschockt, Abelmir, nicht wahr? Mit was? Ja, was nun bitte? Diese Frau, diese Sterndeuterin. Niabora? Wie ist sie denn? Ist sie eine Art von Schlange? Ach. Ja. Auf jeden Fall. Niabora war Sterndeuterin und Visionärin. Ihr habt doch gesagt, sie war eine Schwester von euch. Ja.
Ja, das hat Abel mir ganz schön geschockt. Und also richtig. Ihr habt es doch nicht gewusst. Ich habe nie behauptet, dass ich das wüsste. Dann verstehe ich euren Ausspruch nicht ganz, aber... Ach. Egal. Ja. Die ist schon seit 400 Jahren tot oder so. Ich weiß nicht, ob man die kennt. Nun, die ist sehr bekannt in der Gildenmagie. Naja, aber man kennt sie nicht. Nicht als eine Hexe, das ist richtig. Also, ich gehe davon aus, dass ich Leute kenne, die sie auch gekannt haben. Aber Papp, wir sind da, tschüss. Sie klettert die Leiter nach oben. Hallo, ich bin die Neue. Hexen. Ist so sprunghaft. Aber mir, als du nach oben steigst, kannst du sehen, dass sich Miriam bereits ausgezogen hat und nackt über das Deck läuft. Hallo. Oh, das wird die Maraskana aufheitern. Ja, wenigstens läuft hier mal was richtig. Das bringt Glück. Achso, es sieht aus, als würde ihm gleich eine Ader platzen. Also mindestens eine. Morenes! Da ist er. Ja, ich komme. Ich denke den Kopf und gehe Richtung vom Kaplan. Hier, wenn der Kapitän vom Kaplan einbestellt wird. Ja, so könnt ihr aufbrechen in Richtung Norden. Fragt sich nur, wo ihr hin wollt. Dann setzt doch einfach mal Segel.